Chiapa. Chiapa. Genau. Er guckt dich den ganzen Tag an. Du bist jetzt schon zwei Tage bei uns. Ja. Liebt er dich so oder hast du irgendwas in der Tasche, was ihn wahnsinnig macht? Ich habe natürlich Leckerlis dabei, aber er möchte mir auch gefallen und er weiß, dass das hier für ihn Arbeit bedeutet und dass er hier aufmerksam sein muss. Denn er muss ja die Wette für dich gewinnen. Mit Tieren ist das dann immer nicht einfach. Ich meine, du kannst ihm nur sagen, was er zu tun hat. Genau. Wie alt ist er? Der ist jetzt 8 Jahre alt. 8? Warum sehen Hunde immer so wie Babys aus? Weil kleine Hunde, ich meine, der Mann ist ja nicht gealtert. War der mal, hat er schon graue Haare langsam? 8 Jahre ist er verlobt schon relativ. Auf dem Kopf hat er so ein ganz paar kleine Härchen. Süß. Karl ist am Schwätzen. Aber solange sich Salma nach vorne beugt, ist alles gut. Ja. Du behauptest also, dass Chiapa. Ah, da ist er schon. Da ist er her. Na, lass ihn ruhig. Okay. Da ist er her. Du behauptest also, dass er 5 gefesselte Menschen befreien kann. Er ist aber kein Zirkushund. Also das ist, du trainierst ihn ein bisschen. Ja. Allerdings möchtest du persönlich Tier, wie nennt sich das? Filmtiertrainerin. Filmtiertrainerin werden. Genau. Er ist sozusagen dein Versuchskaninchen. Ja, das erste Versuchskaninchen. Ja. Ich habe schon ein zweites. Aha. So, jetzt meine Frage. Bulli und Herr Krötz, bitte. Ich bin so, so fasziniert von dir, von deiner Rolle, dass ich immer Bonsenkrama sagen möchte. Ja, sehr gern. Also, Franz Xaver, glaubt ihr, dass dieses süße Tierchen 5 an den Händen gefesselte Menschen befreien kann, indem er die Knoten aufmacht? Kann ein Hund von dieser Größe Knoten aufmachen? Ich habe die junge Dame vorher gesehen, die war sowas von cool, lässig, hat mit dem Hund, es war wunderbar. Ich glaube, wer so souverän ist, der kann sich auf den Intelligenzquotienten seines Tieres verlassen. Ich glaube, der Hund schafft's. Und ihr sagt auch beide ja? Nein. Aha. Warum? Der Hund ist doch intelligent, schaut dir an. Ja, aber ich lese euch eure Herausforderung vor, wenn ihr eure Wette verliert. Vielleicht werdet ihr dann vorsichtiger. Wenn ihr eure Wette verliert, folgendes. Eigentlich wollten wir ja euch den einen in Lederhose, andere in Dirndl sehen, aber gegen Salma hätte keiner von euch eine Chance. Deswegen kommt ihr beide in einer Lederhose, und zwar in ein und derselben. Und das nackig. Ja, damit, wenn ihr wollt, gerne. Damit präsentiert ihr sozusagen den Prototyp zum Platzsparen für die Wiese 2009. Wir haben ein Sondermodell, in das ihr beide reinpasst. Aber es kann immer nur der eine vorwärts und der andere rückwärts gehen. So eine Art Tandemfahrrad. Tandemberg. Überlegt euch also gut, was ihr entscheidet. Wenn ihr gegeneinander entscheidet, müsst ihr auf jeden Fall in die Hose. Wenn ihr euch einigt, habt ihr 50% die Chance, dass es nicht passiert. Ja oder nein? Also ich habe selber einen intelligenten Hund. Der Hund schaut prima aus, der schafft's. Also ich würde so gern in die Lederhose gehen. Das heißt, bitteschön, dann sagt der eine ja, der andere nein und die Lederhose wird bereits eingewärmt. Ich möchte vor allem Franz Xaver Krötz in der Lederhose sehen. Deswegen sage ich, was hast du, er schafft's? Ich sage, er schafft's. Ich sage, Chiapa schafft's nicht. Ha, der blöde Hund. Also gut, okay. So. Danach wird aus Chiapa ein Chiapa-Brötchen. Jetzt brauchen wir wieder ein paar mutige Männer. Hast du das gehört? Sebastian, Atze. Nein, das ist Atze, nicht Sebastian. Das ist der mit der Perücke. Ja, okay, 1, 2. Ihr werdet gefesselt jetzt. 2. Ach so. Silvi, genau, brauchen wir nicht. Das ersparen wir dir. Falls klar für euch ist, das eure Wette. Wir brauchen bitte, ihr könnt schon mal euch hinsetzen. So, Bulli, du guckst, was ganz wichtig ist. Dass der Knoten dann auch okay ist, damit ihr nicht mogelt mit dem Hund. So, darf ich mal ganz kurz hier. Ja, ihr beide, du vielleicht mit dem Kringelpullover. Wichtig ist nur, kommst du mal schnell. Schon gesagt, traust du dir das zu, der Hund ist. Brauchst keine Angst haben. Einfach bitteschön hinsetzen und fesseln lassen. 2, dann brauchen wir noch 2. Wer kommt hier? Kommst du mal mit, damit man die schöne Krawatte sieht? Jawohl. Aber du, und einmal du im roten Hemde hier. Komm. Du, Junge brauchen wir nur. So, einer und du vielleicht. Machst du das? Okay, bitteschön, du traust dir was. So, hier mit hinsetzen. Dann sind wir komplett. Also, ja, wenn ich die Wette verliere, meine Damen und Herren, moderiere ich die nächste Wetten-Das-Sendung. Und ich bin der Bonsenkrama, ich bin der Tod. Ja, sehr schön. Du machst Bulli. Es war natürlich kein Scherz, meine Damen und Herren. Übereinander. So, Chiapa-Brötchen, was? Mach toter Hund, ich bin der Bonsenkrama. Beten, beten, tust du beten? Guter Hund. Fürs Ende seiner Tage kann verschreckt. Er nicht, ne? Doch, natürlich er kann, den Hund wahrscheinlich macht. Kann beten. Kann er beten? Ja. Wirklich? Ja. Das war nur ein Scherz. Mach mal. Das ist hier ein bisschen rutschig. Darf ich dir immer ist rutschig? Kurz?
Das ist aber eine andere Wette. Einen Moment. Darf ich die auch nochmal? So? Wenn, sieht's. Foto nicht. Beten. Beten. Bleib so, halt. Ja. Halt. Halte. Stopp. Halt. Halt. So. Nee, halte. Gut, okay. Halt. Ja, okay. Normalerweise hält er das. Aber, okay. Ja, ja. So. Jetzt mach bitte die, ja, die jungen Leute, genau, so, dass sie. So, was muss ich tun? Ich beobachte jetzt. Also du machst, damit die Knoten da, richtig sind, dass da, die dann im Mogelt hinsetzen am besten, der oder? Der muss nochmal angeleint werden, sonst macht er das gleich ohne Aufforderung. Ach so, Moment, der muss angeleint werden. Ja, wenn der eine Fessel sieht, dann. Dann rennt er los. Der hat dieses Lassie-Syndrom. So. Dankeschön. Ja, gut. Einmal auf das Viertel setzen, auf der anderen Seite. Wollen wir aus dir eine Handtasche machen? Nein. Zu süß. Genau, super. Ich hab ja nix. Fast Chapata. Auf. Sehr gut. Mach ich das nochmal ganz klein. Gleich. Ja, wo ist der, so, wo ist der Spitzbub? Wo ist der Spitzbub? Bleib da. So, jawohl, so ist schon richtig. Au. Ha. So, guten Tag, darf ich mal Ihren Knoten sehen? So. Ha. Tja, mit diesem Knoten. So, für einen Pitbull wäre das ein kaltes Buffet hier. Aber genau, super. Und die Handgelenke mit drei. Ja, sehr gut. Kommen wir irgendwie? Chapa, bist du noch da? Ja, gut, Chapa. Ja, 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 Chapa. Geht das? Ja, sehr gut. Richtig. Mach, du hältst den Hund ja nicht auf. Also, nur weil du sagst, er kann Mach, es geht nicht. Das ganz, ganz ja, so. Kontrollier die, also, kontrollier die Knoten. Das ist ein sehr schöner Knoten. Auf. Schnür dir nicht das Blut ab. Was passiert, wenn ich da noch einen Knoten dazu mache? Sei nicht gemein hier. So, Handschellen. Er ist schon ganz wild. So. Na? Ja, zügig. Chapa, sei brav. Ja. Ich ein bisschen, da, guck mal, hier. Die müssen noch hier ist die Chefin. Das muss man aber wirklich, also das sind wirklich feste Knoten. Das muss man ja, er hilft, ja, hilft schon hier, Mann. Chapa, bleib da. Ranrücken. Was ist jetzt los? Nee, ranrücken. Sind die Arme nicht lang genug? Ja, Moment. So. Warte. Der schläft. Nein, der hat so dicke Finger. Also. So, Chapa. Also. Fünf Knoten. Entschuldigung, ich muss das leider ein bisschen fester. Wahnsinniger. Ja, ich überbrück die Zeit mal. Nein, wir wollen das hier alles. Ja, mach ruhig, komm. Super. Geht das? Kannst du einmal die Ärmel hochschieben? Wir können ja vielleicht schon mal die Lederhose. Super. Die Lederhose anliefern. Chapa, geh mal Lederhose holen. Also wir planen vom Bondi-Kramer noch einen zweiten Teil. Im zweiten Teil heiratet der Bondi-Kramer eine gewisse Bärbel. Also Borndl und Bärbel Kramer heiraten. Und im dritten Teil der Trilogie lassen sie sich wieder scheiden. Also Borndl und Bärbel Kramer, der Film heißt dann Kramer gegen Kramer. Mach voran. Das machst du ausgezeichnet. Ja, ich bereite mich auf halt die nächste den Hund, Sendung. Halt den Mund und halt den Hund. Ja. So, okay. Ja, Moment, jetzt. Nicht an die Knoten lassen. Geht schon los? Ich guck noch einmal. Ja, nein. Moment, der Hund ist ausgebrochen. So. Also, Schluss. Mach mal los. Moment, ich muss noch einmal kurz gucken. Ja, dann bring dich hier. Vorsicht, bevor sich der Hund erhängt, lass ihn anfangen. So. Ah, er muss angeleint sein. Schauen. Ja, weil er sonst gleich los. So. Nicht, dass ihr euch selber befreit, das ist kein Krimi hier. Hör auf, Bulli! Ich hab noch mal fixiert. So. Ja, so, sind wir soweit? Der Hund ist mit Nerven runter und ich auch. So. Tja, es gibt Besseres. Kann man los? Ja. Also. Warte, nein. Kann ich machen? Kann der woanders anfangen? Kann der bei jemand anderen? Top! Die Wette gilt. Und lass ihn los. So, er darf natürlich nicht einfach nur ziehen an einem Ende, sondern er muss sensibel den Knoten öffnen und er kann. Knoten Nummer 1. Zeit läuft. Noch eine gute Minute. Super. Hat nicht wehgetan, oder? Nee. Okay. Also kann ich auch. Wenn du das nicht durchhältst, dann bist du im falschen Sport. Ja. So. Wir haben. Bravo, Hundi. Und weiter geht's. Nur mach zu. 56 Sekunden. Gutes Gefühl, ne? Ja. Niedlich. Aha. Langsam am Knoten. Er zieht ihn zu. Falsche Richtung. Aha, gut, okay. Und der nächste. Super. Durch den Spitzbogen. Halbe Minute noch. 38 Sekunden. Uhr lesen kann er nicht, oder? Nein. Nee, aber 30 Sekunden, halbe Minute. Ah, locker. Und. Am
27, 25 Sekunden. Sieht aber gut aus. Zieh am Knoten. Er schafft es. Zieh zurück. Er. Zieh am Knoten. 15 Schnell. Sekunden. Zieh zurück. Super. Ja. Toll. 12 Sekunden. Toll. Toll. Klasse. Dankeschön. Dankeschön.